Hallo zum Teil 2 des GM Racing Graupner 4WD RTR Shortcourse Truck. Ich hatte den Wagen ja gekauft, um im Winter damit ein paar Meter zu fahren. Wie man sieht, habe ich das dann hier auch getan. Neben der Indoor-Saison, die ich natürlich noch gefahren bin. Im Frühjahr ging es dann weiter auf einer, wie man hier sieht, relativ nassen Strecke. Auch das ist, sagen wir mal, durchwachsen, was den Spaßfaktor angeht. So richtig lustig wird es dann eigentlich erst, wenn der Frühling trocken wird, was dann hier der Fall gewesen ist. Sprich, wir sind jetzt im April, die Strecke ist trocken und ich habe zum ersten Mal die Big Core Räder drauf, die ich aus dem ersten Video dann zum Schluss genommen habe, weil ich die Originalräder ja auf dem Asphalt runtergeritten hatte. Die Big Core Räder haben einen größeren Abrollumfang, machen ihrem Namen also alle Ehre. Und von den 36,5 Sekunden, die ich im Teil 1 dann irgendwann noch mit den Originalrädern geschafft hatte, bin ich jetzt hier mit den Big Core Rädern auf 35,0. Man muss dazu sagen, dass die schwarzen Big Core Räder allerdings sehr instabil sind. Das heißt, die Felgensterne brechen relativ gerne ab und an mal ab. Deshalb nehmt, wenn ihr Big Core Räder kaufen möchtet, hier die weißen Räder, die im Hintergrund auf dem DESC10 zu sehen sind. Die sind wesentlich stabiler. Der DESC10 ist ja ein Kit-Car, was ungefähr den vierfachen Preis kostet von dem, was der RTR Graupner kostet. Daher hat es mich interessiert, ob ich mit dem Kit-Car denn wesentlich schneller sein werde als mit dem RTR. Und nach einigen Versuchen, hier dann eine der sehenswerteren Runden mit Buggy-Reifen, das funktionierte in diesem Fall am besten, bin ich auf 34,99 gekommen, also auch ungefähr 35 Sekunden. Als Bestzeit hatte der Graupner zu diesem Zeitpunkt 34,90, also eine Zehntel Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen, insofern kein wirklicher Unterschied von der Geschwindigkeit. Allerdings auf Dauer gerechnet ist der Graupner das wesentlich gutmütigere Fahrzeug und deshalb auf 20 oder 30 Runden gerechnet auf jeden Fall schneller. Hier nochmal die Kombo des GM Elektro. Der Motor hat wirklich viel Kraft und der Regler wird auch nicht wärmer als 65 Grad, selbst wenn draußen 25 Grad Außentemperatur sind. Also eine gute Kombo. Hier dann die Kombo Nitro, sprich das ist das gleiche Chassis. Das ist der Nitro Flash 3 von Graupner. Anderes Antriebskonzept, 3 Kubikzentimeter, 3 PS. Interessant. Der Wagen wiegt 500 Gramm weniger, hat 3 PS, insofern auf dieser Strecke, wenn man den Wagen dann entsprechend abgestimmt hat bei den Außentemperaturen unter der Karosserie, dann sollte der eigentlich ganz gut gehen. Und er läuft jetzt auch, also ran an die dazugehörige Zeitenmessung. Man hört schon, er macht mächtig Krach, er qualmt auch relativ viel, das heißt, er ist fett eingestellt. Das liegt aber ganz klar daran, dass es draußen sehr warm ist und wir jetzt am Motor ungefähr 125 Grad Temperatur haben. Damit läuft er relativ gut. Wir hören mal kurz rein auf der Geraden. Also er dreht bis zum Ende gut aus, also vernünftig hoch, auch wenn er wie gesagt ein bisschen zu fett ist. Sonst sieht man jetzt hier gleich im Sprung, dass er relativ leicht ist. Diese 500 Gramm machen sich also auf jeden Fall bemerkbar. Er liegt nicht ganz so satt wie der GME, ist aber gut zu handeln, gut zu fahren. Und wir kommen in diesem Trim jetzt hier gerade über den Zielstrich gefahren auf 36,5 im absoluten Original-Trim. Also alles Stock, das heißt Karosserie, keine Löcher drin, Original-Räder, Original-Dämpfereinstellung, alles soweit original. Auf der Geraden hört man ganz gut, ob er ausdreht oder nicht. Ja, er dreht aus, also gute Einstellung und damit zurück zum Elektro. Der Elektro hier mit den weißen angesprochenen Big Core Rädern, die relativ günstig sind, die haben einen großen Abrollumfang und funktionieren aus meiner Sicht sehr gut, auch auf Distanz. Also das ist eines der Kriterien, was mich eigentlich am meisten zwischen Elektro und Nitro erstaunt hat. Der Elektro fährt hier mit einem 9000er Akku 30 Runden am Stück in dieser Performance. Das heißt 35er Runden, 30 Runden macht ungefähr 18 Minuten am Stück. Der Nitro fährt 10 Runden, wenn es gut läuft, nachdem man schon getankt hat, wenn er warm gefahren ist. Und 10 Runden bei ungefähr 40 Sekunden entspricht 400 Sekunden, das sind 6,5 Minuten. Der Elektro fährt also dreimal so lang wie der Nitro. Also er fährt länger und er ist auch schneller als sein Konzernbruder. Jetzt ist aber die Frage, Nitro versus Elektro, ob er auch gegen einen Buggy beispielsweise schneller ist. Hier von meinem Vereinskollegen einen Nitro-Verbrenner-Buggy. Wir sind hier ein bisschen gefahren, einfach zum Spaß. Also nicht gegeneinander, sondern eher miteinander. Wir haben dann an verschiedenen Ecken einfach mal ausprobiert, ob der Elektro denn wirklich wesentlich
langsamer ist als so ein Buggy, denn normalerweise hat man ja vom Antriebskonzept gegen einen Buggy keine Chance als Shortkurs. Der Shortkurs ist schwerer, hat keinen Flügel, hat also langsamere Kurvengeschwindigkeiten, hat mehr Masse und vermeintlich dann auch weniger Leistung pro Gewicht. Aber wie man hier sieht, aus den Ecken raus kommt der Elektro ohne Probleme an den Buggy ran, also in der Beschleunigung auf jeden Fall schneller. Und auch in der Endgeschwindigkeit, wie wir gleich sehen werden, kommt man ohne Probleme, selbst bei so einem schnellen Gerät, vorbei. Das ist natürlich nicht repräsentativ, in diesem Fall hängt es auch vom fahrerischen Können ab. Aber man sieht schon, man ist nicht so chancenlos, wie man sich das möglicherweise im Vorfeld vorstellt. Also hier kann man mit einem Buggy gut mitfahren und es macht einfach Spaß. Also selbst wenn es zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge sind, wobei so unterschiedlich ist es ja nicht. Das eine ist ja letztlich auch auf Basis eines 1:8er Nitro Buggy. Also das Chassis ist ja dafür ausgelegt gewesen. Aber in dem Gesamttrim wiegt der Wagen eben über 4 Kilo und so ein Nitro Buggy wiegt eben nur 3,5 Kilo. Dennoch ist man aber, wenn man erstmal vorbei ist, dann auch weg, wie man hier gesehen hat. Wenn man denn diese Elektropower untenrum wirklich für sich nutzen kann. So, damit zum Fazit. Nitro versus Elektro. Also, Elektro ist aus meiner Sicht das wesentlich einfachere zu fahrende Konzept. Das heißt, man fährt zur Strecke, macht zwei Akkus rein, macht den Wagen an und egal welches Wetter ist, man kann damit dann einfach fahren. Beim Nitro ist es so, je nachdem wie gut der Motor eingestellt ist, ist er auch relativ stabil, auch wetterstabil. Aber es ist schon eine Schrauberei, eine Einstellerei, viel probieren und machen. Für einen Anfänger würde ich sagen, Elektro gegen Nitro, nehmt auf jeden Fall einen Elektro. Und damit viel Spaß beim Fahren und bis demnächst.